Kein Steroidhormon wird in unserer Nebennierenrinde in so großer Menge gebildet wie das DHEA, das Dehydroepiandrosteron. Dehydroepiandrosteron wird mit zahlreichen chronischen Krankheiten in Verbindung gebracht, besonders das Absinken während dem Alterungsprozess scheint für viele Männer und Frauen ein immerzu größer werdendes Problem zu sein. Jetzt ist es so, egal was man davon halten mag, sehr häufig ist es so, dass wir, wenn wir zu viel Zink konsumieren, und gerade im Kraftsport macht man sich ja die anscheinend hemmende Wirkung auf die Aromatase des Zinks gern zunutze, und sehr viele Bodybuilder schlagen hier leider gerne über die Stränge und verwenden zu lange in zu hoher Dosierung Zink, ohne auf ihren Kupferspiegel zu achten. Das heißt also, man nimmt gerne 25, 50 oder sogar 50 bis 100 Milligramm Zink pro Tag. Ungeachtet der Darreichungsform, ob das nun Zinkhistidin oder Zinkgluconat ist, sehr häufig finden wir zu hohe Zinkspiegel und zu wenig Kupfer. Das heißt, das Zink wird zu hoch dosiert, das Kupfer wird entweder völlig vergessen oder unterdosiert. Die Konsequenz davon, so zeigen neue Studien, ist, dass wir zu wenig DHEA bilden. Und DHEA, wie gesagt, der direkte Gegenspieler des Cortisols, hat ganz wichtige Bedeutung für unseren Körper, nicht nur im Sinne von Anti-Aging, sondern auch auf zahlreiche Vitalitätsfaktoren als ein wichtiger Biofaktor, wenn es darum geht, Prävention, Atherosklerose, kardiovaskuläre Erkrankungen, Hypertriglyceridämie, Hypertonie, aber vor allem auch psychische Erkrankungen vorzubeugen. DHEA ist ebenfalls ein potentes Neurosteroid, weil es an den GABA-Rezeptor bindet, also einen inhibitorischen Transmitter, und uns dann quasi zur Ruhe kommen lässt und uns quasi schützt vor hemmenden Einflüssen von Stressoren, die wir heute auch nicht nur durch Corona, sondern ständig haben. Also das GABA-System ist ein inhibitorisches System, das uns vor sympathikotonen Einflüssen schützen kann. Jetzt haben wir häufig ein Problem, wie gesagt, sehr oft wird zu viel Zink verwendet und zu wenig Kupfer. Und DHEA sollte bestimmt werden, auch beim Kraftsportler. Wir sollten nicht nur Testosteron oder Nandrolon oder alle anderen Steroidhormone zuführen, gegebenenfalls kontrollieren. Aber wichtig ist auch, dass wir nicht nur das freie Testosteron, das Estradiol, das Prolaktin, das Progesteron, das SHBG, die Konzentration kontrollieren, sondern auch das DHEA. Und eine weit verbreitete Tatsache ist der Umstand, dass Bodybuilder, Kraftsportler oder auch Fitnessathleten sich viel zu viele Gedanken machen um ihre Aromatase, die ja weiß Gott nicht aus den Augen verloren werden sollte. Aber wenn wir schon Zink konsumieren, dann sollten wir unbedingt auf unser Kupfer achten. Denn wie gesagt, DHEA ist das meistgebildete Steroid in unserer Nebennierenrinde, direkter Gegenspieler vom Cortisol. Sollten wir jetzt einfach DHEA zuführen? Ich meine, es kann ja nicht schaden, oder? Nein, sollten wir nicht. Denn wie gesagt, DHEA als direkter Gegenspieler vom Cortisol könnte eine beginnende oder fortgeschrittene Nebennierenrindenschwäche, ich rede nicht vom Morbus Addison als Nebennierenrindeninsuffizienz, negativ beeinflussen. Das heißt also, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, DHEA einzusetzen, sollte davor ein Cortisol-Tagesprofil angefertigt werden und im Speichel ebenfalls als Saliva-Test das DHEA bestimmt werden. Zahlreiche Erschöpfungssyndrome, Müdigkeitssyndrome, fehlinterpretierte Übertrainingssyndrome, Depression, Burnout, Libidostörung, wie gesagt Bluthochdruck, Veränderung der Cholesterinwerte, psychische Auffälligkeiten wie Burnout und Antriebsstörungen sind häufig auf eine Veränderung der Verhältnisse zwischen DHEA und Cortisol zurückzuführen. Wenn du diesbezüglich Fragen hast zum Training, zur Regeneration, zu chronischen Erkrankungen, zur Leistungssteigerung, dann freue ich mich auf deine Nachricht. Bis bald.